Wir begrüßen die Anwältin von Robert K., dem mutmaßlichen Täter, Liane Hirsprich, bei uns. Schön, dass Sie da sind, Herzlich Frau Hirsprich. Was ist genau das Ergebnis, zu dem Peter Hoffmann gekommen ist und wie geht das einher? Er hat psychische Störungen oder eine psychische Störung, ist aber trotzdem zurechnungsfähig. Wie darf man das verstehen? Also das darf man so verstehen, dass der von der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter Dr. Hoffmann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass mein Mandant einerseits an einigen Persönlichkeitsentwicklungsstörungen leidet, kombiniert offenbar auch mit einer Psychose. Und das führt dazu, er wurde auch befragt, im Gutachten Stellung dazu nehmen, ob aufgrund dieser Persönlichkeitsstörungen oder seines Geisteszustandes mein Mandant zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war oder nicht. Und da sagt der Gutachter, er geht davon aus, dass er zum Zeitpunkt der Tat sehr wohl zurechnungsfähig war. Wie wird denn genau so ein Gutachten erstellt? Da muss es ja sehr, sehr viele Anfordernisse geben und irgendwann muss man ja dann erkennen, okay, das ist jetzt kein gewöhnlicher Mensch, der ganz normal einen Apfel isst oder Apfelsaft trinkt, wie auch immer. Wie wird es dann genau erstellt, so ein Gutachten? Nun, wie Sie wissen, handelt es sich um eine sehr tragische und auch eine außergewöhnliche Tat. Mein Mandant war zum Zeitpunkt erst vor kurzem 16 Jahre alt geworden. Was bei diesem Vorfall auch dazu kommt, dass er bereits eine Zeit lang nicht nur in Strafhaft, sondern in eine psychiatrische Anstalt verbracht hat. Das heißt, der Sachverständige hat nicht nur jetzt Bezug genommen auf den Akt und auf die Vorgeschichte und auf die Einvernahmen meines Mandanten, sondern insbesondere auf die Vorkommnisse bzw. auf die Diagnose, die die Ärzte in dieser psychiatrischen Anstalt gestellt haben. Und da hat mich heute verwundert, dass er meint, dass bei seiner eigenen Begutachtung er davon ausgegangen ist, dass eben nur eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung vorliegen würde, beispielsweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Und erst aufgrund der Begutachtungen durch andere Psychiater, insbesondere hier ist auch eine sehr namhafte Psychiaterin genannt, der Feststellung gekommen ist, dass mein Mandant mittlerweile auch an Schizophrenie leiden würde. Wie wird sich jetzt dieses Gutachten auf das Urteil auswirken? Weil was mir eben, wie gesagt, noch immer nicht ganz klar ist, ist jetzt der wesentliche Punkt, dass er zurechnungsfähig war oder dass da wirklich sehr schwerwiegende psychische Störungen vorliegen? Also der erste Punkt ist, war mein Mandant zurechnungsfähig, ja oder nein? Nachdem der Gutachter davon ausgeht, dass er zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war, wird eine Anklage erhoben. Und hier werden dann die Geschworenen entscheiden, ob er in eine Anstalt eingewiesen ist und beziehungsweise ob dabei bleibt, dass er zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsunfähig war. Was seine Diagnose anbelangt, hier räumt auch der Sachverständige selbst ein, dass der Fall äußerst kompliziert ist. Er sagt ja, dass mein Mandant offenbar innerhalb von 2 Monaten ein Vollbild einer Schizophrenie entwickelt hat. Und in Anbetracht seines Alters, glaube ich, ist es jetzt für ihn noch schwer abschätzbar, wie die dann letztendgültige Diagnose in seinem Fall sein wird. Aber einstweilen zurechnungsfähig, einstweilen auch aufgrund dieser Empfehlung, aufgrund dieser Feststellungen Persönlichkeitsentwicklungsstörung auch eine Empfehlung in die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Und das wird sich dann im Laufe des Verfahrens zeigen, zu welchem Ergebnis die Geschworenen kommen werden. Wie gesagt, sie dürfen auch nicht vergessen, wir wissen auch nicht, wie diese Krankheit oder Krankheiten, die bei ihm diagnostiziert worden sind, dann weiter verlaufen.